das ist der Hafer- und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss. Jenny, der Stallmädels-Stammtisch, die Sache, mit dem wir belauschen die Quasselrunde und übertragen es live im Pferdepodcast, heimlich, das machen wir nicht. Nee, das machen wir nicht. Nee, genau. Schade, wäre bestimmt witzig. Man muss aber sagen, dass es in der Runde der Stammtisch-Mädels schon so ein bisschen die Runde gemacht hat und dass es auch durchaus amüsiert mit einem Höhö und Hihi quasi aufgenommen wurde. Dass wir vielleicht live reinschalten in den Stammtisch. Ja, genau. Und ich glaube, also nur um das nochmal vielleicht zu sagen, dass der Reiz von so einer Geschichte Mädels lästern über, keine Ahnung, also lästern über oder quatschen. Ja, lästern, genau, wir lästern auch, ja nicht. Nee, stimmt. Quatschen, zerreißen sich das Maul, sowas irgendwie. Also reden machen über. Machen wir gar nicht. Na, also, aber was ich sagen will, der Reiz liegt ja so ein bisschen darin, dass das, und wenn man mal ehrlich ist, dass das eigentlich viele kennen, oder? Also, na klar. Also es gibt ja so viel, also so kleine, so ganz kleine Stallgemeinschaften, so, wo man sagt, okay, Friede, Freude, Eierkuchen, alle haben sich lieb, es gibt keine Reibereien. Aber es sind ja sogar Kerle dabei. Also so, Männer, ja, genau, zugelassen. Aber wenn, was ich sagen will, wenn die Stallgemeinschaft ein bisschen größer wird, dann gibt es doch immer so Gruppen. Da gibt es dann die Freizeitreiter und die Turnierreiterinnen. Es gibt die Jungen und die Alten. Es gibt die Verrückten und die, die nur spazieren gehen wollen mit den Pferden und ihre Ruhe haben. Und dadurch, also wenn ich nur an Hessen denke, kannst du dich noch erinnern, die eine, ich sage den Namen jetzt nicht, ich habe noch gerade nicht präsent, die sich mitten im Hochsommer in so einen aufblasbaren Pool vor den Boxen gelegt hat mit 4 Bier oder so. Ja, ich glaube, die hört uns auch. Und alle fanden es puppenlustig, bin mir aber nicht so sicher, ob es jeder puppenlustig fand in dem Stall. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, dann, was, und ich habe es noch vor Augen, dieser Pool. Ich kam auf den Hof und dachte so, okay, da steht ja ein Pool. Da liegt ja jemand drin und da steht auch noch Bier. Das ist ja geil. Ja, und wenn man dann sich Stammtische vorstellt, je nachdem, weißt du, in welchen Konstellationen, dann gibt es da halt schon mal was zu reden. Und das wäre, glaube ich, das ist der Reiz, weil das halt jeder so ein bisschen kennt. Und was ja dann noch dazu kommt bei uns, wenn man das im Pferdepodcast machen würde, das Beste ist ja, wenn man an diesem Menschen zerreißen sich das Maul über irgendjemanden, wenn man daran teilhaben kann, ohne dass man selber Gefahr läuft, da irgendwie zwischen die Fronten zu geraten. Weil das ist ja im realen Leben auch so, dass man immer aufpassen muss. Und die Gefahr besteht ja nicht bei uns. Weißt du, was ich meine? Also man hat nur den Spaß. Also das wäre es schon gewesen. Man hätte so eine Einführungsrunde machen müssen. Also vielleicht auch mit dem Video. Weißt du, dass man so bei Playmobil so den Bauernhof kauft, weißt du? Und dass man einmal kurz mit den Männchen erklärt, wer ist wer, wie ist das Setting und so. Und dann weiß man, wer wer ist und dann hätte man es als nachvollziehen können. Also eigentlich als Konzept nicht so schlecht. Dann hätte man dem noch so einen Arbeitstitel gegeben, alter Falter oder so, und dann geht's los. Also wir treffen uns einfach, wir essen was, wir trinken ein bisschen Alkohol, wir schwätzen ein bisschen und freuen uns unseres Lebens. Wir zerreißen uns nicht das Maul, also außer vielleicht ein bisschen. Jenny, wir sagen kurz, welche Themen wir... Nee, warte mal, ich muss eins noch nachholen. So, apropos Stallmädels. Sonst gibt's Dudu. Fit auf die Locken. Wie sagt man im Schwarzwald? Wunderfitz, Hölle heiß. Also, du weißt schon. Die liebe Vanessa hat mir noch eine Sprachnachricht geschickt. Und sie war sauer. Wir hätten sie vergessen. Sie hätte ja auch geschrieben, was ihr Pferd. Also, ihr Pferd, wohlgemerkt, ich nenne die immer nur Paris Hilton. Die heißt anders. Aber für mich ist dieses Pony das Pferd, die pferdgewordene Paris Hilton. Ach komm, so ein Schicksenpferd, ja? Genau, so ein Schicksenpferd. Voll zickig und manchmal klotzt die so, dass man denkt, gleich fallen ihr die Augen aus dem Kopf. Okay, und wir hatten ja. Also wir hatten es ja davon, dass du über deinen Benny erzählt hast und so ein bisschen erzählt hast, was wäre der für ein Typ, wenn er mit nach Hause zu uns käme und auf der Couch sitzen würde. Und es war sehr lustig und so weiter und wir haben dazu aufgerufen, was für ein Couchtyp wäre dein Pferd. Und es gab auch noch andere Zuschriften. Ich habe mein Handy nicht so ganz im Griff gehabt und habe deshalb so ein bisschen was übersehen. Aber Vanessa hat uns so viele tolle Ideen geliefert, die letzten Folgen. Und also Paris Hilton, das Paris Hilton Pferd, das ist schon auch sehr lustig, was sie zu erzählen hat. Und deshalb, sie hat uns das in der Sprachnachricht jetzt nochmal geschickt, sie hat sich beschwert bei uns. Also wir nehmen diese Beschwerde hiermit an
und senden das natürlich auch, weil wir natürlich wissen wollen, was macht Tüki, das Pferd von Vanessa, denn so, wenn es bei Vanessa zu Hause auf der Couch sitzt. Und bitteschön. Und drittens finde ich es wirklich frech, dass meine Couch-Potato-Antwort nicht ausgestrahlt wird, weil ich habe nämlich gesagt, also mein Pferd wird sich von mir bediene und verwöhne und bei einem Glas Champagner die Fingernägel lackieren lasse. So wäre es nämlich. Ich fand sie witzig. Wir doch auch, Vanessa. Und man stellt sich Tüki jetzt vor mit rot lackierten Hufen und das würde so gut zu ihr passen. Sie ist wirklich so. Also noch ein bisschen Glitzer drauf. So, dann wissen wir da jetzt also auch Bescheid. Lass uns noch kurz sagen, worüber wir reden. Wir reden über einen Schleifentraum, der schneller zerplatzt ist, als wir gucken konnten an diesem Wochenende. Wir reden generell über dein Turnierwochenende. Es ist ja noch nicht vorbei. Wir nehmen wie immer, mittlerweile muss man ja sagen, wie immer, also wann immer wir können, nehmen wir jetzt so samstags mittags auf, damit die Steady-Hörer dann schon in Richtung Sonntag, Nachmittag, Abend die Folge vorab hören können. Also dein Turnierwochenende, bis jetzt sehr durchwachsen, muss man sagen. Das ist ein Thema bei uns. Wir sprechen über das Zusammenwachsen deiner jungen Flitzpiepenherde, AC/DC, Klecks und Benny. Benny hat seit neuestem, also es gibt noch einen Neuzugang, ne? Er ist rosa und ist ein Quietschtier. Benny hat ein Spielzeug bekommen. Wir haben eine Zuschrift von einer Hörerin, die eine Frage hat. Und da bist du die Expertin sozusagen, also die Expertin. Aber es wird trotzdem, ich habe jetzt schon Angst vor der Beantwortung der Frage. Peter, sage ich nur. Und wir haben, und jetzt wird es wirklich interessant, wir haben eine der erfolgreichsten Haflinger Reiterinnen Deutschlands zu Gast. Und ich habe Tipps gegeben, wer es denn sein könnte im Teaser und habe gesagt, wer es vorab errät. Der bekommt einen Monat kostenlos den Steady-Zugang von uns. Und also ich hoffe, ich habe keine Antwort übersehen. Aber es hat niemand erraten. Es gab viele Antworten, aber es gab leider viele falsche Antworten. Tja, da war vielleicht was doch zu schwer. Obwohl die Hinweise wirklich eindeutig waren. Und ja, in der Hafi-Szene müsste man sofort drauf kommen. Ich verstehe aber, einen Hinweis, den ich gegeben habe. Und zwar war das eine Eselsbrücke. Die Reiterin reitet ein Pferd und meine Eselsbrücke zu dem Pferd ist ein Männerparfum. Ja. Und deshalb, also Leute, die in der Hafi-Szene unterwegs sind, wissen. Denen fällt natürlich sofort der Name ein. Genau. Der so ähnlich ist wie... Schreibt okay. Sich, glaube ich, ein bisschen anders, ne, als der, den wir meinen. Also, wir werden dieses Geheimnis lüften dann im zweiten Teil der Folge. Wir haben einen tollen Interviewgast. Wirklich, wir sind sehr froh, dass sie bei uns ist. Ist zum zweiten Mal bei uns, muss man sagen. Und all das dann quasi steht schon so unter dem Vorzeichen Haflinger Europameisterschaft in diesem Sommer. Da wird sie nämlich auch teilnehmen, so sie nominiert wird. Also gleicher Stand wie bei uns sozusagen. Und die gute Nachricht ist, du wirst nicht direkt gegen sie antreten in einer Prüfung. Ich habe das im Gespräch geklärt mit ihr, Jenny. Und sie konnte das also versichern. Nein, sie ist mit einem Jungpferd unterwegs und in einer anderen Prüfung und dann am Start wie du. Und ich habe ihr gesagt... Und ich habe ihr gesagt, dass dich das extrem beruhigen wird. Habe ich das richtig gesagt? Ja? Okay. Ich mag es ja immer lieber, wenn ich meine Konkurrenz nicht kenne. Dann ist mir scheißegal, wenn ich die hinter mir lasse, weißt du? Mhm. Aber die hättest du halt gekannt. Und ob du die hinter dir gelassen hättest, naja, wer weiß das schon. Jetzt ist erstmal der Manni dran mit der Pferde-Podcast-Hymne. Und dann geht's los. Folge 279, Folgentitel Alter Verwalter, einverstanden. Wie kommst du denn da drauf? Das wäre der Arbeitstitel gewesen zu dieser Stallmädels-Soap, die wir halt nicht machen. Alter Verwalter? Mhm. Ja, der Playmobil-Bauernhof, wo wir das Setting erklären, weißt du? Ah, okay, das ist aber sehr weit hergeholt, der Folgentitel. Ganz weit Vielleicht hergeholt. Können wir den im Laufe der Sendung nochmal überarbeiten. Ah,
Alter Falter. Wir denken, ist ja noch weiter hergeholt. Alter Verwalter? Ich finde es eigentlich nicht schlecht. Du findest immer Dinge lustig, die ich gar nicht lustig finde. Wenn ich es dir nach der Sendung erkläre, nässt du dich ein. Aber gut. Aber wenn du mir immer erst den Gag erklären musst, dann finde ich das auch doof. Dann versteht es auch kein Hörer. Genau. Du hast vollkommen recht. Jenny, lass uns mal zur Sache kommen, weil wir sind ja der Pferdepodcast, der den jungen Haflinger ACDC begleitet. Vom Pferdekindergarten ins große Dressurviereck. In diesem Sommer steht die Haflinger Europameisterschaft an und du hast dir eigentlich 2 Turnierstarts vorgenommen an diesem Wochenende. M-Dressur, einmal auf dem 40er Viereck, einmal auf dem 60er Viereck und der Start, der heute eigentlich auf dem 40er Viereck geplant war. Nee, 60er. Also heute wäre 60er gewesen. Okay, also dieser Traum von der Schleife auf dem 60er Viereck, der ist zerplatzt wie eine Seifenblase, möchte ich sagen. Und zum Zerplatzen gebracht hat diese Seifenblase eine Armada von Schnaken. Genau. So also, ist das einfach. Auf diesem Turnier, die haben nochmal in der Zeiteinteilung nochmal aktualisiert, die Ausschreibung nochmal aktualisiert. Wir haben aktuell eine extreme Schnakenplage. Mhm. Auf dem Abreiteplatz sind Fliegenhauben erlaubt und Mensch und Tier schützen, 5 Ausrufezeichen und dann. Da hast du gedacht, ist da denn los? Hallihallo. Ja. Das ist ja alles gut und schön, aber mit dem Haflinger brauche ich da nicht hinfahren, weil wenn ich die Fliegenmaske abziehe, dann dreht er am Rad. Das kann ich nicht machen. Also ich habe noch mal liebe Nadine gefragt, die waren da die Tage in der Nähe und die kennt auch Leute, die da unten ihre Pferde stehen haben. Die haben auch bestätigt, also springen ja, da kann man das Zeug runterziehen, in den Parcours galoppieren, alles gut. Aber bei der Dressur ist es schon schwierig. Und vor allem, wenn man so ein Pferd hat wie den AC, der ja sowieso sehr empfindlich reagiert auf die Schnaken. Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, das tue ich ihm nicht an, das tue ich mir nicht an und wir haben dann halt gestern kurzfristig unsere Startbereitschaft zurückgezogen und haben gesagt, nein, das machen wir heute nicht, zumal es halt auch geregnet hat heute Morgen und dann kommt die Sonne und dann ist es nochmal ein bisschen schlimmer und auch eine Bekannte, die gestern da war zum Zugucken, die hat gesagt, sie ist aus dem Auto ausgestiegen und dann kamen sie schon alle, die haben auf den Kleidern gesessen und überall war man voll mit diesen Schnaken und da habe ich auch als Reiter keine Lust drauf, weil die auch überall in jede Körperöffnung fliegen. Man muss die Klappe halten, sonst hat man einen ganzen Mund voll Schnaken. Und wenn man sich jetzt die Frage stellt, naja, aber Fliegenmasken wären ja erlaubt gewesen. Man muss dazu sagen, die wären auf dem Abreiteplatz genau, erlaubt nicht gewesen. Nicht in der Prüfung. Genau, für die Prüfung muss man sie dann abziehen und dann, dann hat man den Salat. Und bei ACDC kann man ja relativ zuverlässig sagen, dass man den Salat dann eben tatsächlich hätte. Ne? Du kennst ja dein Pferd sozusagen. Ja, vor allem, wenn er vorher das Komfortable gehabt hätte mit der Fliegenmaske und dann ziehe ich sie runter, dann wäre es, glaube ich, noch ein bisschen schlimmer gewesen. Ja, das kann er dann aus. Also da, ich sag mal so, man kann gut verstehen, dass er dann nicht versteht, was macht die denn da eigentlich. Genau. Ne? Und dass er dann quasi austitscht. Hatte ich so übrigens auch noch nie. Das ist neu, ne? Genau, das habe ich wirklich noch nie erlebt. Also hier unten sind ja, wenn so in Rheinnähe diese Turniere sind, sind ja sowieso viele Fliegen unterwegs und Schnaken. Aber dass bei einem Turnier ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass es im Moment eine Schnakenplage gibt, also dann kann ich mir nur vorstellen, wie schlimm das sein muss, weil es ist ja sowieso schon schlimm mit den Schnaken hier. Ja. Also, wurde dann nachträglich die Ausschreibung geändert, es wurde dazu geschrieben, dann wird man benachrichtigt als Teilnehmer. Ne? Genau. Und deshalb ist es bei dir überhaupt dann nochmal wieder auf den Schirm geploppt sozusagen. Ne? Genau. Aber ich meine, gut, du hättest es vielleicht auch über Social Media mitbekommen oder so, aber also da wurdest du dann proaktiv drauf angesprochen. Ja, das stand auch in der Zeiteinteilung, die man ja sowieso angucken muss. Und dann stand es nochmal ganz dick und fett drüber, dass es gewarnt wird vor den Schnaken. Jedenfalls habe ich mir den Start dann geschenkt. Und du warst nicht die Einzige. Es waren dann also von zunächst mal relativ vielen Startwilligen, waren es dann am Ende nur noch 6. Und du hast mir beim 7 waren, oder 7. Start, ja. Und beim Frühstück hast du mir erzählt, 2 hätten aufgegeben. Auch man weiß jetzt nicht, warum. Also genau. Das ist. Und wenn der Wettkampf darin besteht, welches Pferd hält gegen die Schnaken durch, das kann es ja eigentlich auch nicht sein. Nee, ich bin auch überhaupt gar nicht traurig, dass wir nicht hingefahren sind. Es ist alles gut und da ist mir mein Wohlbefinden und das Wohlbefinden des Pferdes dann doch ein bisschen wichtiger, als da durch so eine Prüfung zu reiten und völlig entnervt dann halt auch vom Pferd zu steigen. Da habe ich auch keine Lust drauf.
Weil mich das auch nervt, nicht nur das Pony. Darf ich jetzt noch mal so einen altbackenen Spruch bringen? Nein. Heute ist ja nicht aller Tage Abend. Oh Gott. Nein, was ich sagen will, also es sind ja zwei Chancen an diesem Wochenende. Und ich hatte ursprünglich mal gedacht, dass du quasi beide Prüfungen bei dem gleichen Turnier gemeldet hättest. Das wäre, also dann hättest du ein turnierfreies Wochenende. Aber tatsächlich zwei Prüfungen, zwei Turniere. Damit, also an Standort B, gibt es keine Schlagenplage. Das weiß ich noch nicht. Das sehe ich dann, wenn ich morgen hinfahre. Okay, aber das will ich damit nur gesagt haben. Aber das ist nicht zu erwarten. Da ist die Lage nicht so in Rheinnähe. Und da gibt es mit Sicherheit auch Fliegen, also dass man ein Häubchen braucht und so ein bisschen einsprühen und so. Aber das ist ja normal im Sommer, dass man das hat. Total. Das heißt, und also im Moment sind ja die Turniere nicht ganz so, also ist die Schlagzahl nicht ganz so hoch. Von daher fühlt sich's ganz gut an, dass du nochmal quasi die Chance hast, Vorwertungsrichtern in Wettkampfatmosphäre nochmal reinzureiten in so ein Viereck. Also mit welchen Gefühlen stehst du morgen auf? Ach, also ich freue mich mal wieder Turnier zu reiten, ist ja schon eine Zeit lang her. Ich sehe es ganz gut drauf. Und wir schauen mal. Das ist die M4, die wird nicht so oft geritten. Also die ist so ein bisschen, diese Linienführung, das muss ich mir erst noch einprägen, weil das irgendwie so ein bisschen, die ist so ein bisschen anders, diese Prüfung. Liest sich aber ganz gut. Also ich finde sie ganz sympathisch, aber es ist halt nicht so das normale Traversale, Schulter herein und so, sondern man hat aus der Volte ins Travers. Das ist, glaube ich, die einzige M, in der Travers vorkommt. Mhm. Und zwischendurch ist mal die Schritttour, dann hast du mal einen einfachen Wechsel drin. Also das ist nicht so häufig in diesen M-Dressuren. Das ist also eine außergewöhnliche M. Ich mag sie ganz gerne. Also ich wollte gerade sagen, also Traversalen kann er doch eigentlich ganz gut, oder? Bin ich jetzt so... Ja, das kann er ganz gut. Aber da werden morgen keine Traversalen abgefragt, sondern Travers. Jetzt guckst du blöd, gell? Jetzt gucke ich echt blöd. Jetzt habe ich gedacht, jetzt könnte ich mal eine ganz schlaue Frage stellen. Und wie häufig bist du ja freundlich und nuschelst das so weg. Und jetzt lässt du mich hier... mal schön auflaufen. Dann hilf mir mal ganz kurz. Was ist das Travers und kann er das auch? Jetzt sagt sie nichts. Lässt mich noch mal auflaufen. Ich drehe durch hier. Beim Travers bleibt die Vorhand auf dem Hufschlag, während die Hinterhand in das Bahninnere geführt wird. Also auch in Stellung und Biegung in Bewegungsrichtung. Aber halt wie Schulter herein umgekehrt. Also man muss sich das ungefähr so vorstellen, wenn ich so Frühdienst habe und nachts um 2:30 aufstehe, wenn ich dann ins Badezimmer gehe, dann mache ich das so ähnlich. Gut, wir sind gespannt. Wir drücken natürlich alle verfügbaren Daumen und es wird bestimmt ganz toll. Deine Herde, AC/DC, das Leittier, Klecks, der Kumpel, der jetzt schon jahrelang mit AC/DC beisammen steht, und der Benny, das Nesthäkchen, im neuen Stall, dein Stuhl knarzt. Egal. Wie funktioniert es denn so? Ach, mal mehr, mal weniger gut. Also sie sind immer schon mal noch mal arschig, die zwei. Also man merkt es richtig, wenn die zwei, also Klecks und AC, so demonstrieren. Wir sind aber schon viel länger befreundet. Also das kann man so richtig beobachten. Manchmal lassen sie ihn wirklich dazu und er ist mitten dabei und dann gibt's auch wirklich wieder Phasen, wo sie ihn nicht reinlassen, wo es regnet und er muss draußen stehen oder in der Sonne stehen und es gibt ja genug Möglichkeiten, sich auch in den Schatten zu stellen, aber er darf dann nicht so nah rankommen. Also das beobachte ich schon immer mal wieder, dass es schwierig ist, in so eine Zweierkonstellation, die so eng sind wie AC und Klecks, reinzukommen als drittes Pferd. Dauert einfach seine Zeit. Und es wird auch noch eine ganze Zeit lang dauern. Wie lange sind sie jetzt zusammen? 5 Monate? 4 Monate? März, genau. 4 Monate sind sie jetzt zusammen, noch nicht ganz. Und ich glaube, dass es einfach so bis zu einem Jahr dauert, bis sich diese Herde so richtig zusammengefunden hat. Also sie jagen ihn mal weg, aber nicht böse oder so. Es gibt immer mal wieder die ein oder andere kleine Schramme. Aber auch nichts Schlimmes. Also es wird nicht gebissen oder getreten. Aber sie demonstrieren schon so ihre Freundschaft, ihr Buddy-Buddy und sagen, du kommst hier nicht rein. Und manchmal
wirkt es so ein bisschen traurig. Dann ist der Benny so ganz alleine und deswegen klebt er mir auch so am Arsch. Sobald ich aufs Paddock komme, kannst du mit mir spielen? Ich bin ganz alleine. Er beschäftigt sich sehr mit dem Nachbarn. Also die können sich auch so ein bisschen kabbeln über den Zaun und so. Aber der Nachteil ist, dass der Nachbar alle Fliegenmützen zerreißt und kaputt beißt. Was? Und auch richtig beißt. So, der hat halt auch so Wunden am Hals und so, wenn die da diese Beißspiele machen. Der beißt schon richtig zu, der Nachbar. Also da bin ich dann alles nur noch Spiel, aber trotzdem, da geht es ganz schön zur Sache. Und dann steht ja noch so ein kleines Chatty nebendran. Das ist ganz niedlich. Also der Benny dann so von oben und das Chatty streckt die Nase so zu ihm nach oben. Ich habe es leider noch nicht filmen können, weil ich es immer nur von Weitem so gesehen habe. Aber das ist ganz niedlich. Und er stellt sich dann immer zu dem Chatty, das halt auf dem Nachbarpaddock steht. Dann ist er nicht so ganz alleine. Aber es gibt schon so Momente, wo es dir dann auch so einen Stich ins Herz tut, weil man die Tiere dann ja doch, also man versucht sich da ja so weit wie möglich vor davon frei zu machen, aber man vermenschlicht es dann doch ein Stück weit. Und ich glaube, Zurückweisung ist wahrscheinlich auch in der Tierwelt jetzt nichts Angenehmes, ne? Also er will ja offensichtlich dazugehören und die sagen, nein, du darfst nicht. Die denken da jetzt nicht drüber nach, aber doof ist halt schon. Und das versetzt einem dann schon auch immer noch so einen Stich. Also ich merke das so, dass das schon auch was mit dir macht, so ein bisschen. Ja, das macht mich schon auch manchmal so ein bisschen nachdenklich. Und wenn ich auch einen reite, also AC oder Klecks, und dann ist der Benny, also dann sind die ganz dicht. Ist das jetzt AC oder ist das Klecks, der mit ihm alleine ist? Dann sind sie ganz dicht beisammen. Und dann ist alles gut. Dann ist dicke Freundschaft. Und das ist ja auch charakterlos hoch tausend. Ja, also Klecks und Benny spielen und AC und Benny machen Fellkraulen. Aber zu dritt ist es wirklich schwierig. Aber, also, ja, darf ich jetzt einmal klug scheißen? Wie einmal? Also ich glaube, die Zeit heilt, glaube ich, dann doch Wunden. Also kann ich mir schon vorstellen. Oder anders gefragt, oder also ich meine, die dazugehörige Frage wäre, hast du denn Hoffnung, dass sich das noch glatt bügelt im Laufe der Zeit? Ich glaube schon, oder? Also, ja, na klar. Also das braucht einfach seine Zeit. Und ich denke, nächstes Jahr um die Zeit, wenn die dreimal ein Jahr oder so zusammenstehen. Pferde brauchen ja bekanntlich so ein Jahr, bis sie irgendwo ankommen. Und ich hoffe ja, dass das so nach dem Ablauf von einem Jahr, dass sich das wirklich so eingespielt hat, dass die drei auch eine kleine Herde geworden sind. Hm. Ich wusste gar nicht, dass es diese Faustregel gibt. Nee, ich hatte jetzt nur im Kopf noch, wenn du dich erinnerst, als der Globus damals auf dieser, also noch lange bevor er auf der jetzt Rentnerwiese war, da war er mal auf so einer Therapiewiese, als er diese Verletzung hatte. Und da gab es auch mal so eine Situation, da war es auch noch Winter und es war Schnee. Und er sollte da auch zu so einer bestehenden Herde dazu. Und er stand komplett abseits, da hast du noch geweint. Ja, ich weiß. Als du das gesehen hast, das war traurig hoch 1000 und da hat es dann irgendwie, ich glaube, 14 Tage gedauert und dann war er der Herdenchef. Dann hat er sich alle Stuten geklaut, genau. Man hat den Herdenchef mal vermöbelt und dann war gut. Ja. Jenny, sag ich schon, Benny, what's next? Aber das macht er nicht, oder? Nein, der ist auch nett zu allen. Also er ist wirklich zu allen nett. Okay. Gibt's noch was zu deinen drei Flitzpiepen? Sonst würde ich mal den Knopf drücken. Nö. Es gibt ja noch, weil es gibt noch eine Mail. Also wir hätten jetzt nämlich noch Zeit, eine Mail zu beantworten, weil du ja heute nicht gestartet bist. Sonst hätten wir wahrscheinlich, also diese M-Schleife hätten wir gerne gefeiert auf dem 60er Viereck. Aber die hätte ich ja auch erst mal erreiten müssen. Ach, meinst du, hätte ich auf jeden Fall geschafft. Ja. Ja, bei 7 Startern ist ja die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass man eine Schleife abkriegt. Ohne die Arschlochschnaken wäre es was geworden. Wir haben Post bekommen über das Feedback-Formular auf unserer Homepage und wir freuen uns ja immer sehr, wenn uns Hörerinnen und Hörer schreiben und wir sagen auch immer, wenn es Fragen gibt, Themenanregungen, Feedback, wir finden blöd das oder ich habe dieses und jenes Problem, hast du vielleicht einen Tipp oder so, machen wir immer gerne und in dem Fall hat uns Anke geschrieben. Und ich musste sehr schmunzeln, als ich es gelesen habe. Danke, hallo, Anke. Hallo Jenny, hallo Chris. Ich glaube, die Lösung lautet Tanisha Marie James. Also das war die Frage nach der Interviewpartnerin. Nein, wir haben nicht Tanisha im Interview. Dazu später mehr.
Ihre Frage, sie würde nämlich gerne auch eine einreichen, wie sie schreibt. Wie kann man ein Pferd in Klammern Haflinger, wie kann man einem Pferd in Klammern Haflinger beibringen, dass er nicht mehr so in Anführungszeichen büffelig ist? Zum Beispiel, wenn er im Weg steht, ist er kaum wegzubekommen. Schieben, anstupsen hilft alles kaum. Der bringt es fertig und rennt einen einfach über den Haufen. Gerte interessiert ihn kaum. Ich kann mich erinnern, dass Jenny mal in einer früheren Aufnahme erzählt hat, dass sie auch energisch knufft mit der Begründung, die Pferde untereinander machen das auch. Wie könnte man dem Büffel gewaltfrei Manieren beibringen? Würde mich freuen, wenn es dazu Tipps gibt. Ich bin die Reitbeteiligung des Büffels. Ja. Der Büffel, auch schöner Folgentitel. Vielleicht. Nixon war ja auch so ein Kandidat. Ich wollte gerade sagen, ja. Du bist ja die Expertin wegen Nixon. Der war auch so ein Haflinger, wir haben ja auch schon häufiger über ihn erzählt, total talentiert, ne? Sportlich, der konnte enorm super viel. Superrittig war der, ja. Aber er war halt auch ein Büffel. Also in diesem Aktivstall, in dem der stand halt vorm Eingang und die anderen, wenn sie ihr Pferd holen wollten, sie haben ihn halt nicht vom Eingang weggekriegt. Also der ging halt einfach nicht weg. Er blieb halt da stehen. Und wenn es dumm gelaufen ist, ist er mit rausgegangen. Und dann lag auch da irgendwann immer eine Gerte und die Stallbesitzerin hat gesagt, also, ihr geht bitte da rein und mit der Gerte, sonst geht der nicht weg. Dann ist jetzt natürlich dieses Wort gewaltfrei. Ich glaube, das wird ein enges Ding. Aber wo fängt denn Gewalt an und wo, also das ist so eine Definitionssache. Aber ich glaube, mit der Gerte anticken ist keine Alternative, sondern da bin ich ja ein Freund davon, einmal richtig und dann haben die sich das gemerkt. Das ist jetzt so, so bin ich damals vorgegangen, wenn der mich über den Haufen rennen wollte und ich hatte immer eine Gerte bei ihm dabei, wenn ich ihn geführt habe oder verladen oder irgendwas. Also bei Nixon hatte ich immer eine Gerte dabei, um den halt im Notfall mir auch vom Leib zu halten, weil der auch, der kam sehr dicht, der hat diesen Tanzabstand nicht eingehalten. Beim Führen bin ich dann irgendwann dazu übergegangen, wenn der mir zu dicht kam, habe ich halt wirklich so ruckartige Bewegungen gemacht mit den Armen und mit den Ellbogen und habe dann, hier, bleib weg von mir und habe so gefuchtelt. Das erschreckt die dann erstmal so ein bisschen, aber die müssen lernen, diesen Respekt und diesen Abstand einzuhalten. Also sonst sind die total respektlos und zur Not halt auch mit einem Knuffen meine ich dann damit, ich habe die Gerte dabei und benutze sie auch und nicht nur anticken, sondern einmal eine ganz klare Ansage, das möchte ich nicht, dass du mir so nah auf den Pelz rückst, außer ich lade dich ein dazu. Und ansonsten möchte ich, dass du wegbleibst von mir. Und manchmal braucht es halt zwei, drei klare, deutliche Ansagen, dass das Pferd versteht, du möchtest das nicht. Und ich rate auch bei solchen Pferden wirklich auch immer dazu, mach das. Weil das kann unter Umständen auch gefährlich werden. Die Pferde, wenn sie einen nicht respektieren und rennen einen über den Haufen, das kann halt auch wirklich gefährlich werden. Und die müssen lernen, dass sie bei den Menschen einfach diesen Abstand einhalten müssen und dass das halt überhaupt nicht geht, dass man so respektlos ist und die über den Haufen rennt oder anrempelt oder als Baum zum Kratzen benutzt. Also es gibt ja durchaus Pferde, die das nicht ausnutzen. Sehr, sehr wenige gibt es da. Aber ich bin prinzipiell eher ein Freund davon. Alle meine Pferde bleiben auf Abstand, es sei denn, ich lade sie ein, näher zu kommen. Und das wissen die auch alle. Der Benny lernt das auch gerade, weil der auch so einer ist. Ich komme mal ganz dicht in deine Hosentasche. Nein, das möchte ich nicht. Und der muss das auch immer wieder, also das sind auch Dinge, die wir immer wieder üben, auch beim Führen. Ich möchte nicht, dass er so dicht kommt, dass er so nah an mich rankommt. Er soll Abstand halten. Und auch da kommt ab und zu mal die Gerte. Bei Benny ist es natürlich so, das reicht, wenn ich dem die Gerte zeige. Mhm. Die muss den nicht berühren. Aber es gibt halt auch Pferde, da reicht das Zeigen nicht. Da zeigen die dir den Stinkfinger. Und dann muss die Gerte halt auch mal wirklich eingesetzt werden. Das ist ja offensichtlich bei Ankes Pferd der Fall. Ich bin so ein bisschen. Das Problem ist jetzt, Anke hat um einen Weg gebeten. Gewaltfrei, also, ja. Please show me the gewaltfreie Weg. Und die Antwort lautet eigentlich lautet die Antwort, dass du den nicht unbedingt siehst, so richtig, ne? Also. Das heißt ja aber nicht, dass es ihn nicht gibt. Es gibt ja auch durchaus Pferdeleute, die Bodenarbeit mit den Pferden machen und die
wirklich viel Zeit und Mühe investieren, diese Pferdesprache zu verstehen und anzuwenden. Und ich beobachte das ja auch in der Herde. Wenn der Benny zum Beispiel zu dicht kommt, die sind nicht zimperlich, die Pferde untereinander. Überhaupt gar nicht. Also ich gucke mir das ab, was die Pferde untereinander machen. Und ich bin dann auch nicht zimperlich, wenn mir einer zu nahe kommt. Es mag sein, dass es Pferdeversteher gibt, die das mit Flüstern und Hand auflegen. Und zeigen. Und rufen. Keine Ahnung, ich kann das leider nicht. Also ich bin ganz gut gefahren mit dieser Methode. Ich verhalte mich so wie ein Pferd und ich knuffe auch mal richtig zu. Eine Frage, bevor ich noch, zwei Fragen. Die eine Frage ist, wenn man das mag, also wenn man das macht, man muss es nicht dauernd machen. Also genau. Es gibt schon dann einen Lerneffekt, würdest du sagen? Absolut, also die merken dann nach, keine Ahnung, ein-, zweimal Ansage und also Nixon war besonders renitent, oder? Wenn man da die Gerte direkt neben den Eingang gelegt hat, dann hat er viele Ansagen gebraucht, aber es wird irgendwann besser? Schon. Ja, irgendwann, na klar, wir konnten. Also so die letzten zwei Jahre, als er dann bei mir war, konnten wir gut miteinander umgehen. Also wir haben uns arrangiert. Es gab so gewisse Dinge, die er halt einfach nicht wollte. Also sei es beim Verladen oder sei es beim Putzen oder beim Schmied oder so. Aber wir haben Wege gefunden, dass wir beide damit gut zurechtkamen. Also ich konnte das Pferd verladen, der war dann auch anständig beim Schmied und so weiter. Aber es war halt nicht so nach Lehrbuch. Also wir haben schon so kleine Auswege gesucht und wir haben uns arrangiert. Ich habe gewisse Dinge einfach nicht mit ihm gemacht. Ich bin zum Beispiel nie mit ihm spazieren gegangen, weil der halt draußen im Gelände, da habe ich mir nicht zugetraut, den zu halten. Wenn der weg will, dann will der weg. Okay. Und das war so ein Ding, was ich zum Beispiel nie gemacht habe, weil das mir zu gefährlich war. Aber damit konnten wir gut leben. Also wenn wir raus ins Gelände sind, habe ich draufgesessen. Dann war alles gut. Aber ich wäre jetzt nicht mit dem, so wie mit AC zum Beispiel, bin ich ja am Anfang ganz viel gelaufen, joggen gegangen, mit Benny gehe ich spazieren ins Gelände. Das funktioniert alles. Mit Nixon hätte ich das nicht gemacht. Weil der hätte was gesehen und hätte gesagt, Tschüssikowski, meine Liebe, wir sehen uns vielleicht später. Okay, aber das ist jetzt, das war dann jetzt aber eigentlich kein Zugeständnis ihm gegenüber, sondern du hast einfach gesagt, okay, da gerate ich in Situationen, die kann ich nicht handeln und deshalb mache ich es nicht. Gab es auch Zugeständnisse, wo du wusstest, er mag irgendwas nicht und du hast gesagt, ach komm, ist nicht so wichtig, wir können da den Weg ohne Widerstand gehen. Gibt es wahrscheinlich auch manchmal das ein oder andere, oder? Dass naja, man einfach das war sagt, halt diese Geräuschempfindlichkeit, die ich halt irgendwann auch mal akzeptiert habe. Also ich bin, glaube ich, eine Kühe mal mit ihm geritten, das war eine Vollkatastrophe. Ich habe es nicht geschafft, dieses Pferd an Musik oder an laute Geräusche aus irgendwelchen Lautsprechern zu gewöhnen. Ich habe das ganz lange geübt und da habe ich irgendwann aufgegeben und habe gesagt, okay, das ist nicht lebensnotwendig für uns. Und wenn du so sehr Angst davor hast, dann lassen wir das. Also da gab es schon Dinge, die ich halt auch einfach dann irgendwann hingenommen habe und akzeptiert habe und habe gesagt, okay, mache ich halt nicht mit dem Pferd. Deswegen wäre halt auch eine Teilnahme an der Europameisterschaft als erwachsenes Pferd mit dem Nixon. Deswegen war ich auch 2018 nicht auf der EM mit dem Nixon. Wir wären qualifiziert gewesen, aber ich hätte keine Kühe reiten können. Und deswegen habe ich mich damals auch nicht beworben und habe gesagt, nee, das bringt nichts. Also ich brauche die Kühe gar nicht reiten. Und wenn ich schon mal hinfahre und weiß schon, ich brauche nicht in die Kühe reinreiten, weil das Pferd da nicht läuft, dann lasse ich es lieber bleiben. Also das waren so Dinge, die ich halt dann einfach auch akzeptiert habe. Das mit der Gewaltfreiheit, was mir da auch noch zu eingefallen ist, es geht ja jetzt nicht nur unbedingt um dieses Büffeln, sondern dieses, also ja, wie du schon gesagt hast, gewaltfrei, was ist die Definition und so. Also dieses Thema, sich dem Pferd gegenüber dann auch ein Stück weit durchsetzen und sagen, ich merke schon, du willst was anderes, aber ich will es jetzt so und wir machen es jetzt so, wie ich will. Das ist ja jetzt nicht nur in so Situationen wichtig, wo so ein Pferd am Boden steht und zur Seite gehen soll, sondern eigentlich auch beim Reiten, oder? Das ist doch etwas, was du bei Reitschülerinnen und so weiter auch häufig siehst, dass die Mädels manchmal daran scheitern, dass sie es scheuen irgendwie, und das sind ja nicht mehr nur junge Mädels, das geht ja durch alle Altersgruppen durch, so dieses sich scheuen, nee, wenn du das nicht willst, dann ist okay. Also dieses sofort zurückweichen, wir machen hier nichts, was du nicht willst. Das ist so ein Ansatz, da wird es schwierig beim Reiten, oder? Also es wird überhaupt schwierig im Umgang mit Pferden, weil das oberste Gebot ist ja auch Konsequenz. Und ganz wichtig ist bei Pferden halt auch, dass die wissen,
dass der Mensch einfach zu respektieren ist. Das ist das oberste Gebot und kein Pferd, ich möchte von keinem Pferd umgerempelt werden oder angerempelt oder dass ein Pferd sich an mir schubbert oder so. Das möchte ich nicht. Und das ist auch im, je nach Situation kann das halt auch einfach gefährlich werden, wenn ein Pferd den Menschen nicht respektiert. Hm. Und zur Not, wenn ein Pferd so büffelig ist wie der beschriebene jetzt von der Anke, dann muss ich auch mal ein bisschen energischer sagen, dass ich das nicht möchte. Und da fängt dann halt natürlich diese Frage an, ist es jetzt Gewalt oder nicht? Ein Stück weit mit Sicherheit schon. Aber dann sage ich wieder, wenn ich die Herde untereinander beobachte, die sind nicht zimperlich und da gibt's wirklich mal einen Knuff und einen Tritt, wo ich so denke, oh, jetzt hat's aber mal gescheppert. Aber die Pferde wissen dann ganz genau, was Sache ist und die würden dann nicht mehr in die Nähe dieses Pferdes gehen. Ja, das ist ja auch ein Spannungsfeld, muss man vielleicht, um das jetzt wieder so ein bisschen, also ich glaube, wir können das einfach mal so stehen lassen. Der Rat wäre, auch wenn Anke Gewaltfreiheit will, dann doch lieber zu sagen, 2-3 Mal deutlich und unmissverständlich und dann mal gucken, ob sich das Problem möglicherweise sogar erledigt hat und man auf einmal sich gut arrangiert. Ah, alles klar, ich habe verstanden, du willst es nicht, na gut, dann mache ich es halt auch nicht. Und dieser Gedanke, dass das auch in anderen Themenfeldern oder in anderen Zusammenhängen eine Rolle spielt, das ist, glaube ich, also wenn ich nur an so Sachen denke, also antiautoritäre Erziehung bei Kindern ist ja so ähnlich, ne? Wenn, das hängst du wieder mit dem Kinderthema an. Nee, aber ich sage ja nur, die Kinder, die immer schreien, grundlos. Ja, das, genau, da sind wir doch. Kann man denen gewaltfrei beibringen, haltet die Klappe. Ja, aber das, da gibt es ja aber dann auch so einen Moment, wo die dann in die Herde gehen, man nennt es manchmal Kindergarten oder Schule, und wo dann andere aus der Kinderherde zeigen, wo so die Grenzen sind. Das kann dann ja auch schmerzhaft sein. Ja, so. Aber insgesamt, also vielleicht, wenn das gar nicht nützt, mal 2-3 Mal deutlich zu sagen, das ist mein Tanzbereich, das ist dein Tanzbereich, dann vielleicht auch einfach jemand zu Hilfe holen. Bodenarbeit machen mit dem Pferd, also wirklich auch so Respektübungen mit dem Pferd machen, dass er halt auch wirklich lernt, dich zu respektieren. Ich werde mich jetzt an den Dr. Google nochmal setzen. Respektübungen und so weiter. Ich finde da bestimmt noch Links und ihr werdet einen fantastischen, ausgewogenen, gewaltfreien Online-Artikel auf unserer Homepage, der Pferdepodcast.com, finden. Und ich bete ja wirklich zum lieben Pferdegott, dass der Hartmut, ne? Der Chef von der Rentnerwiese, da wo die Pferde einfach Pferde sein dürfen. Oh nein, da täuscht du dich aber. Dass der keinen Podcast hört. Ja, aber da wissen die Pferde ganz genau, was sie dürfen und nicht. Der ist auch nicht zimperlich. Wenn da eins kommt und ihn über den Haufen rennen will, dann ist der auch nicht zimperlich. Und das ist auch gut so. Das sagt der Pferdepapa. Ja, wenn man in eine Herde geht mit 25 Pferden und die würden einen alle umrennen, das geht ja gar nicht, der kommt da rein mit Futter und die Pferde halten alle Abstand. Alle. Da würde keins den Hartmut über den Haufen rennen. Weil der irgendwann denen auch mal deutlich gemacht hat, das möchte ich nicht. Genau, der hat gesagt, hört mal Jungs, Mädels, hier ist mein Tanzbereich. Da außen könnt ihr euch bewegen, könnt machen, was ihr wollt. Aber in meinem Tanzbereich nur, wer eingeladen wird. Jenny, dann sind wir doch schon, wobei schon ist ja immer relativ, aber dann sind wir doch schon bei unserem, und es ist dabei geblieben, Überraschungsgast. Jetzt muss ich mal kurz mein Handy holen, dass ich nicht, dass ich da nichts überlese. Also Tanisha James ist als Tipp abgegeben worden. Franziska Keet wurde ganz häufig genannt. Heute hat noch eine Hörerin geschrieben, es ist definitiv Franziska Keet. Definitiv. Sorry. Also, wir wollen das Rätsel auflösen. Wir hatten im Teaser gesagt, wir haben eine der besten Haflinger Reiterinnen Deutschlands im Interview. Und zwei Pferde, also sie reitet ganz viele verschiedene Pferde, aber zwei Pferde sind mit ihrem Namen besonders verbunden und ich habe drei Tipps gegeben, ne? Der erste war Bube, Dame, König. Der zweite Tipp war ein Herrenparfum, ein Buchstabe stimmt nicht. Und der dritte Tipp war die Co-Chefin der Grünen, die ja bekanntlich Ricarda Lang heißt. Mit dem Herrenparfum war Armani gemeint und
Bube, Dame, König ist natürlich Ass. Jetzt musst du uns ein bisschen helfen. Also die Reiterin, die wir gesucht haben, heißt Maike Haunschild. Sie ist eine der besten Haflinger-Reiterinnen Deutschlands. Und die beiden Pferde, von denen die Rede war, war Armani Ass und Ricarda Ass, richtig? Genau. So. Und Ass ist irgendwie, was ist das nochmal? Das ist so wie der Benicio, oder? Der, hilf mir, das ist das berühmte Mutter, Vater, Großvater, Tier. Wo der jetzt herkommt, so genau. Der Armani Ass, da müsste ich jetzt mal nachgucken, wessen Vater, wer da der Vater ist, weiß ich gar nicht. Aber es gibt den Armani Ass, es gibt den Avicii Ass, sind Deckhengste, die natürlich auch auf dem Gestüt, wo Maike ja auch arbeitet, auf dem Preinpolthof. Genau. Ich weiß gar nicht immer, wie man das ausspricht. Wir verlinken es in den Shownotes, genau. Ich weiß auch nicht. Da decken die Hengste natürlich auch und Maike stellt halt die als Bereiterin die eigenen Pferde vor, meistens in Jungpferdeprüfungen und auch Brittpferde, die halt einfach dort im Britt sind zur Ausbildung und so weiter. Und wir haben Maike schon ganz oft getroffen auf den Haflinger-Turnieren und sie hat immer fantastische Jungpferde dabei. Und Armani Ass ist ja mittlerweile auch erfolgreich mit ihr in M-Dressuren. Und ja, deshalb, Maike ist natürlich ein Vorbild. Reitet wirklich super toll, habe ich immer schon geschwärmt. Ich gucke Maike total gerne zu beim Reiten. Gibt auch Lehrgänge hier bei uns in der Nähe. Ich bin auch schon selber bei ihr Lehrgang geritten. Auf dem Haflingerhof in Karlsbad ist sie manchmal und gibt da Dressurlehrgänge. Ja. Und es war sehr lehrreich und wir freuen uns, dass sie heute bei uns ist. Total, darf ich noch eine? Das wäre jetzt jetzt habe ich dir so eine Vorlage gegeben. Hallo Maike. Wie schön, dass du bei uns bist. Nein, auf sag, was du sagen willst. Darf ich, also du hast wirklich perfekt gemacht jetzt und ich bin so, eigentlich ist, also ich hasse mich jetzt dafür. Ja, ich hasse dich auch. Echt jetzt. Aber ich wollte das noch kurz mit Franziska Keet, deren Pferd heißt auch Armani. Genau. Und so kam das zustande, dass viele aber der heißt ja Armani, ich glaube ohne R. Das Parfum ist ja Armani, ne? Ach so, ich dachte jetzt, der von Maike heißt auch Armani. Nee, der heißt Armani. Okay, ach, das weiß ich, den müsst ihr jetzt auch nachgucken. Egal. Das liest sich alles gleich. Wie ich das jetzt hier verhunzt habe, bevor die Maike zu uns kommt, kannst du bitte noch einmal sagen, dass wir uns total freuen, dass jetzt die Maike bei uns ist? Bitte mach's nochmal. Kannst du es bitte wieder ganz machen? Wir freuen uns wie Bolle, dass wir heute die liebe Maike Haunschild zu Gast haben im Pferdepodcast. Hallo Maike. Hallo. Maike. Ich muss, bevor wir unser Gespräch jetzt wirklich anfangen, muss ich ein kleines Geheimnis verraten. Ich habe dich angeschrieben, können wir uns mal unterhalten? Stichwort Haflinger Europameisterschaft, Stadl Paura. Wir machen so eine kleine Serie, wir wollen uns unterhalten. Und du hast dann geschrieben, ich bin ein bisschen aufgeregt. Du weißt ja, ich bin nicht so gut in Interviews, aber ja, können wir schon machen. Ich bereite mich mal vor. Und was jetzt sehr lustig ist, ich weiß ja nicht, was du alles gemacht hast an Vorbereitung, aber eigentlich bin ich derjenige, der aufgeregt ist, weil ich habe ja auch versucht, mich vorzubereiten. Aber wenn man sich mit Maike Haunschild unterhält über die Haflinger Europameisterschaft und so ein bisschen versucht, im Vorfeld rauszufinden, mit welchem Pferd startet die denn da, was ist so der Stand der Dinge, dann kann man sich gar nicht so gut vorbereiten. Das liegt einfach daran, dass du professionelle Reiterin bist und du bist in Bayern auf dem Preinpolthof und da haben wir uns auch schon mal drüber unterhalten. Und deshalb ist es so, dass du quasi nicht mit deinen eigenen Pferden oder mit einem eigenen Pferd dort antrittst, sondern es sind Pferde. Und da geht's schon los mit der Vorbereitung. Man weiß es halt nicht so genau. Deshalb wäre eigentlich meine erste Frage, liebe Maike, mit welchem Pferd hast du denn eigentlich vor anzutreten? Dass du antreten willst, das habe ich jetzt mal so messerscharf geschlossen aus deiner Zusage, dass wir uns überhaupt unterhalten können. Genau, der Plan ist, also zumindest habe ich mich beworben und hoffe, dass ich teilnehmen darf. Der Plan ist, mit einem vierjährigen Hengst teilzunehmen. Der ist vom Haflingerhof Karlsbad. Der war jetzt dieses Jahr auf Station in Österreich und ist jetzt tatsächlich erst seit einer Woche bei mir. Ist aber schon geritten, hat schon Leistungsprüfung gemacht und jetzt bereiten wir uns Vollgas auf Stadl Paura vor.
Beworben hat er sich quasi über die Leistungsprüfung. Das geht mit den jungen Hengsten, weil es einfach mit Decksaison schwierig ist, die frühzeitig ins Turniergeschehen mit dazuzunehmen. Und für den sind jetzt aber im Juli nochmal zwei Turniere geplant. Und dann hoffen wir, dass es klappt. Und einer, der ist relativ spontan noch ins Bild gerutscht, mehr oder weniger. Ein 10-Jähriger, der gehört nach einer total lieben Familie aus der Nähe von uns. Und die hatten leider, ist denen ihr Trainer woanders hingezogen, oder was heißt leider, eigentlich gut für mich in Anführungszeichen. Und die hatten dann angefragt wegen Unterricht für die Töchter mit dem Pferd, weil die ein bisschen so EA-Dressuren starten wollen. Und das Lustige an der Sache ist, das Pferd hatten wir zweieinhalbjährig schon für die Körung zur Vorbereitung. Der war dann damals Siegerhengst in München, ist dann verkauft worden an ein Gestüt, hat da gedeckt und ist dann nach einer Zeit kastriert worden. Und vor 2 Jahren, glaube ich, aber da bin ich jetzt nicht ganz sicher, wie lange die ihn jetzt schon haben, die Familie, an die Familie verkauft worden. Und die sind dann gekommen mit dem, und dann habe ich mich auch mal draufgesetzt und einfach mit Birgit ein bisschen geholfen. Und bin ich auf die Idee gekommen, das wäre doch vielleicht auch einer für Stadel. Und so ist das dann entstanden. Der kommt jetzt aktuell, ich hatte ihn jetzt schon mal eine Woche bei mir, bevor ich aufs Turnier gefahren bin, dass der eben auch seine Quali-Bestimmungen erfüllt. Und da waren wir in Österreich und dann hat er sich ganz gut gleich platziert, war gleich Zweiter in der LM. Und damit haben wir uns beworben. Der ist aktuell noch zu Hause, kommt 1 bis 2 Mal die Woche zu mir zum Unterricht, beziehungsweise Britt. Und ab Juli ist er dann ganz da und soll in der Klasse LM starten, also quasi in der 2-Sterne-L-Tour. Okay, in der 2-Sterne-L-Tour. Aber also in der 2-Sterne-M-Tour planst du keinen Start. Das ist schon mal, wenn Jenny nachher nach Hause kommt, das wäre für sie eine sehr beruhigende Nachricht. Nein, da habe ich tatsächlich keinen. Okay. Okay, wenn du das so erzählst, ich finde das ja immer enorm interessant, so dieses, dass wir quasi schon, also quasi seit Anfang des Jahres irgendwie sagen, für unseren ACDC, das wäre was. Im Sommer, im August ist das Haflinger Europa-Championat, das wäre toll, man muss da diese und jene Quali für schaffen und das nehmen wir in Angriff. Also es gibt einen ganz langen Zeitraum, wo wir quasi schon wissen, das ist das Ziel und da arbeitet man drauf hin. Und du hast jetzt gerade gesagt, dass das alles enorm kurzfristig passiert, ne? Also der eine, der Jüngere, das weißt du erst seit einer Woche, und der Ältere, also der ist dann... Ich habe ihn seit einer Woche. Oh, okay, du hast ihn seit einer Woche, genau. Aber also du sitzt quasi erst oder du arbeitest erst seit einer Woche mit dem Pferd. Also für mich und für uns ist das so irgendwie ganz so ein ganz ungewohntes Bild, aber für dich ist das ganz normaler Alltag. Also das ist für dich nichts Ungewöhnliches, dass du Pferde sehr kurzfristig bekommst und dann sagst, okay, jetzt mach was draus, ne? Tatsächlich, ja. Also das ist im Prinzip der Job und so die normale Dauer, was die Pferde bei uns sind, jetzt ganz standardmäßig sind tatsächlich 6 bis 8 Wochen. Und dann steht nicht immer was an, aber halt oft eine Leistungsprüfung oder sowas. Und du musst es halt schaffen, dass die dann bis dahin bestmöglich sich präsentieren können. Jetzt in den konkreten Fällen mit den beiden Pferden, von denen du sagst, die könnten was oder die, mit denen würde ich gerne in Stadel an den Start gehen. Sind das jetzt quasi sozusagen Besitzer, die auf dich zukommen oder die auf deinen Arbeitgeber, den Breinpoldhof zukommen und sagen, das wäre doch was? Oder ist das quasi im Auftrag des Hofs? Wie hat man sich das vorzustellen? Also ist es das Interesse der Besitzer oder des Hofs oder was ist sozusagen so der geschäftliche Hintergrund? Du bist ja am Ende des Tages dann die Sportlerin, die versucht, sportliche Erfolge einzufahren. Genau, also bei dem 4-Jährigen ist es tatsächlich direkt von den Besitzern. Der gehört ja dem Haflinger Hof Karlsbad, wo ich regelmäßig im Jahr auch zum Kurs da bin. Und die sind schon langjährige Kunden bei uns. Ich habe schon viele Stuten
vorbereitet für die Bundesschau, für Leistungsprüfungen. Wir hatten schon Hengste von denen und interessanterweise hatten wir sowohl den Vater als auch den Opa von dem, den ich jetzt reite, zur Vorbereitung für die Leistungsprüfung bei uns. Insofern schon in vielen Generationen. Und die hat, ich glaube, letztes Jahr relativ frühzeitig hat sie gesagt, sie hat da einen und sie hätte gerne, dass ich den da auf dem Europachampionat vorstelle, wenn natürlich alles klappt, weil man weiß ja nie. Aber ob ich mir den einplanen möchte, den da zu reiten. Mhm. Und so ist es mit dem gewesen und mit dem anderen. Da ging es dann mehr oder weniger von mir aus und habe halt gesagt, hey, wäre das interessant für euch? Hättet ihr da Lust drauf, den fördern zu lassen, dass wir den mit Nachstadelpower nehmen für diese 2-Sterne-Elbe? Wenn ich dich richtig verstehe, dann hast du jetzt ja aber beide Pferde schon bei dir und kannst mit denen arbeiten. Wie lässt es sich denn so an? Also hast du ein gutes Gefühl, was die beiden Pferde angeht? Den einen habe ich noch nicht da, den 10-Jährigen. Ah, okay. Der läuft noch mit der Tochter Turnier. Die haben nächste Woche noch eine Meisterschaft und danach, Anfang Juli vermutlich, wird der dann zu mir kommen. Aber der kommt schon 1 bis 2 Mal die Woche zum Unterricht, beziehungsweise reite ich ihn dann auch hin und wieder. Und der andere ist eben seit einer Woche da. Ja, man muss sich jetzt so ein bisschen kennenlernen, so ein bisschen schauen, was ist meine Linie, wie weit bist du? Und da dann halt schauen, dass man bestmöglich in die Richtung kommt, wo man hin möchte. Also es ist sicher auf beiden Seiten noch genügend Arbeit da. Aber die sind ja, beziehungsweise der Junge ist noch nie Turnier gelaufen. Der ist halt so leistungsprüfungsfertig. Da ist jetzt einfach noch viel Arbeit an der Kraft, an der Durchlässigkeit. Und dass man das dann auch gut ins Viereck kriegt. Und der andere läuft eben aktuell eigentlich nur in Anführungszeichen EA-Dressur und ist früher mal ein bisschen 1-Sterne-L gelaufen, aber jetzt die 2-Sterne-L mit den Traversalen ist relativ neu für ihn. Ist auf dem Turnier noch nicht gelaufen und ja, da ist es spannend. Also, aber ganz ehrlich, also gut, ich muss ja immer dazu sagen, ich bin der Laie, wahrscheinlich wäre Jenny jetzt nicht ganz so irritiert, aber das klingt schon nach großen Sprüngen oder auch nach großen Fortschritten, die eigentlich in relativ kurzer Zeit noch jetzt noch quasi absolviert werden müssen, bevor man da an den Start geht. Oder sehe ich das falsch? Also das ist schon jetzt nicht nix, was du noch vorhast mit den Pferden. Nee, es ist definitiv eine Herausforderung. Aber das ist ja da jetzt genau der Reiz dran. Also man hat so ein ganz klares Ziel und da gibt man halt jetzt sein Bestes, um dahin zu kommen. Was man ja dazu sagen muss, und das gilt ja sowohl für dich wie auch für uns sozusagen, dass das Prozedere so ist, dass man eine sportliche Qualifikation erfüllen muss, erreichen muss. Also die Pferde müssen die erreichen. Dann kann man die Hand heben und sich anmelden und bewerben und sagen, ich würde gerne teilnehmen. Hallo, ich bin also sportlich zumindest mal qualifiziert nach dem, was ihr vorschreibt. Und also wenn ihr mich nominieren würdet, dann würde ich mich sehr freuen. Das ist jetzt sozusagen der Stand der Dinge. Du hast die Hand gehoben, wir haben die Hand gehoben. Aber ob man tatsächlich teilnimmt, so genau wissen, tut man es nicht. Und man weiß auch nicht so ganz genau, wann die reiterliche Vereinigung ihr Ei legt, ne, wenn man es jetzt mal salopp formuliert. Für wie problematisch oder also da, so die... Das ist schon alles relativ kurzfristig. Was bedeutet das konkret für dich, da du sogar mit 2 Pferden dann dahin fahren willst? Ja, es bedeutet für mich im Prinzip das Gleiche wie für die anderen. Man trainiert weiter, man arbeitet darauf hin und hofft, dass es reicht. Ich sehe das als tatsächlich sehr problematisch, weil da einfach eine Menge Arbeit, eine Menge Organisation, eine Menge Geld dann auch im Endeffekt am Ende des Tages reingesteckt werden und dann sieht man erst, bin ich jetzt dabei oder bin ich nicht dabei. Also es müssen, wir schlafen zwar zum Beispiel im Hänger, aber wenn ich jetzt dazu rumschaue, die buchen alle schon die Zimmer, beziehungsweise die sind teilweise schon seit einem Jahr gebucht, weil sonst kriegt man nichts mehr.
Die Küren werden geschrieben, die Kürmusik muss man sich auch überlegen, lässt man die machen, macht man die selber, da steckt ein Haufen Arbeit drin, ein Haufen Gedanken drin. Und in meinem Fall ist es tatsächlich auch für die Besitzer nochmal schwieriger, weil jetzt in eurem Fall den AC/DC, den würde die Jenny sowieso reiten, würde ihn sowieso weiter fördern, egal ob sie dabei ist oder nicht. Natürlich freut man sich und arbeitet darauf hin, aber es ist, wie es ist. Total, ja. Und in meinem Fall bringen die Besitzer oder die eine hat ihn schon gebracht, die Pferde zum Fördern, zum Arbeiten und wirklich mit dem Ziel Europachampionat. Und im Endeffekt kann dann trotzdem die FN sagen, ja gut, ihr seid nicht dabei, der kann wieder nach Hause gehen. Und da ist dann halt einfach schon die Arbeit, die man reingesteckt hat, die ist mit Sicherheit nicht verloren. Aber man macht es ja nur wegen diesem einen Ziel in erster Linie jetzt zu diesem Zeitpunkt. Ja, und wenn es das Ziel, wenn es das dann gar nicht gibt, ne, also wenn man quasi was arbeitet für einen Pokal, den es gar nicht zu gewinnen gibt, dann ist es schon blöd. Absolut, ja, das kann ich total nachvollziehen. Maike, so ein Randaspekt bei dem ganzen Thema ist ja noch, also ich habe gelernt, du hast ja auch, also oder anders, wir haben in dem Gespräch jetzt gelernt, du arbeitest jetzt mit Pferden, die dir selber nicht gehören, sondern wo man sagt, Maike, bitte, könntest du mit denen arbeiten, stell die vor, mach das Beste draus. Du hast ja aber auch eigene Pferde, aber mit deinem Armani Ass, den man ja auch so ein bisschen kennt, mit dem könntest du gar nicht teilnehmen, selbst wenn du wolltest, weil da ist zu viel Edelblut drin, ne? Richtig, da muss ich jetzt aber gleich korrigieren, der Armani gehört mir nicht. Ah, das hatte ich ja irgendwie Armani so abgespeichert. Okay. Der gehört dem Reinpoldhof, also tatsächlich der Familie Carossa. Der gehört mir nicht, der ist mir auch im Prinzip zur Verfügung gestellt. Verstehe, guck mal, ich hatte das immer so abgespeichert, dass du den Armani hast sozusagen, dass das quasi irgendwann mal, dass es mal deiner geworden ist. Aber dann, okay, dann falsch registriert sozusagen. Macht nichts, alles gut. Genau, aber der dürfte nicht teilnehmen, weil der eben kein Reinzuchthaflinger ist, sondern Edelbluthaflinger. Okay, verstehe. Stichwort Stadelpaura. Magst du das da? Freust du dich generell auf dieses Event, auf die Veranstaltung? Findest du das also gut, mittel, nicht so toll? Oder also ist es für dich ein Turnier wie jedes andere? Also wenn denn alles, und das wollen wir ja alle hoffen, dass letzten Endes, also wir haben uns alle angemeldet dafür, dass es dann auch klappt mit den Pferden, mit denen wir da teilnehmen wollen. Aber trotzdem kann man ja mit, ich sag jetzt mal so euphorisch dahin fahren oder sagen, naja, es ist halt ein Turnier von ganz vielen, die man im Jahr reitet. Wie würdest du das so einsortieren? Nein, absolut nicht. Also das ist ein absolutes Highlight. Jetzt ist schon, jetzt finde ich schon Gunzenhausen oder jedes Haflinger-Turnier ein absolutes Highlight, weil man einfach, blöd gesagt, Gleichgesinnte trifft. Also es ist was total anderes, ob man jetzt einen Tag aufs Turnier fährt oder ob man wirklich so ein ganzes Turnierwochenende oder eventuell sogar noch Championatswochenende, wie man ja Gunzenhausen auch nennen kann, als internationales Haflinger-Championat. Man trifft, wie wir ja auch schon gesagt haben, wir haben uns jetzt gar nicht gesehen, weil keine Championate waren, keine Haflinger-Turniere oder wenn, dann war entweder ich da oder ihr, aber nicht beide. Und man trifft einfach Leute. Also das ist auch in Gunzenhausen, du kannst überall Gespräche führen und alte Bekannte treffen, die du sonst nicht triffst, weil man hat, wenn man hier aufs Turnier fährt, hat man einen Umkreis von, keine Ahnung, 100 Kilometer, wo die Leute herkommen. Ja. Und ich treffe vielleicht pro Turnier, wenn ich in der Prüfung noch einen Haflinger mit drin habe, dann ist es eh schon gut gegangen. Und da hast du halt wirklich alle auf einem Fleck, triffst in meinem Fall jetzt auch ganz viele Pferde, die du schon mal in Ausbildung da hattest oder wo du irgendwie schon mal was mit zu tun hattest. Und das ist dann in Stadelpaura noch extremer. Also durch das, dass wir auch ganz viel Kundschaft Südtirol, ganz viel Kundschaft Österreich haben, da trifft sich wirklich alles in Stadelpaura. Und die Bedingungen, ja, die sind genial. Wir hatten zwar im letzten,
Also 2021 war zwar alles etwas nass, aber selbst da waren die Bedingungen in Stadel Paura einfach optimal für so ein Championat. Und wenn du da wirklich an jeder Ecke dann auch Feedback kriegst, direkt von dem Ritt, egal ob jetzt die Richter das so gesehen hast, haben, wie du es gesehen hast, die Leute kommen trotzdem und geben dir ein Feedback in alle Richtungen. Und das ist einfach cool. Das ist eine Gemeinschaft und auch einfach dieser Teamgeist, dass man als Team Germany dann in dem Fall mit am Start ist und auch aufeinander schaut und einander hilft. Aber das ist, wie gesagt, das finde ich auf den anderen Haflinger Turnieren genauso. Also ich mache da immer total mit den anderen und dann liest man sich mal oder dann sagt man, hey, du musst da und da aufpassen. Und ja, ich finde es echt, also ich genieße das schon auf den Haflinger Turnieren. Ja. Habe ich auch so empfunden, Stadel, wir waren ja erst einmal da sozusagen, auch 2021. Wenn ich daran zurückdenke, dann hilf mir, aber wenn ich es richtig im Kopf habe, dann kann ich mich erinnern, das war irgendwie, du hattest da auch teilgenommen. Ich glaube, das war auch so eine, das war eine Stute, auch mit Ass irgendwie. Ricarda Ass, ist das richtig? Richtig. Guck mal an, was ich alles noch weiß. Und ich weiß noch, dass also viele den Kopf geschüttelt hatten. Das waren irgendwie zwei Ritten. Das war so eine zweigeteilte Prüfung irgendwie. Und in dem ersten Teil, da waren die Richter, glaube ich, anderer Meinung als ganz viele, die sich das angeschaut haben, aus dem Team Deutschland und die irgendwie dieses Richtervotum da nicht so ganz verstehen konnten. Es war danach, glaube ich, also am Ende des Tages war es irgendwie eine gute Platzierung, aber dieses, dass die Richter das in dem ersten Durchgang so schlecht bewertet hatten, dadurch war quasi das Gesamtergebnis dann auch so ein bisschen vermiest irgendwie. Aber dir hat's Stadel offensichtlich dadurch nicht vermiest. Nein, absolut nicht. Aber es war tatsächlich, das hast du richtig im Kopf, in der ersten Prüfung, ja, ich weiß nicht, was sie da gesehen haben, aber das war halt so, sie hatten sie wesentlich schlechter gesehen als der ganze Rest. Alle, ne? Also das, ja, so war es, genau. Draußen dann wirklich ganz viele, aber egal ob Deutschland oder Österreich oder halt alle, die man so kennt und noch mehr gekommen sind und gesagt haben, sie verstehen es nicht, weil es einfach total unterbewertet war. Das ändert dann im Prinzip nichts, aber es gibt ein besseres Gefühl, weil man sich denkt, mein Gefühl war eigentlich gut. Was haben die Richter da jetzt gesehen? Aber nachdem die Leute gesagt haben, hey, es hat gut ausgeschaut, es hat harmonisch ausgeschaut, dann macht es das Gefühl so ein kleines bisschen besser, dass man sich nicht denkt, hey, was ist mit meinem Gefühl los? Ja, genau. Und, war tatsächlich in der ersten Prüfung war sie total hinten raus. Ich könnte es jetzt gar nicht mehr sagen, aber irgendwie 5 Zentimeter oder irgend sowas. Und in der zweiten Prüfung hat sie ihnen dann besser gefallen. Und da war sie dann zweite oder dritte. Aber ich wollte gerade sagen, du warst richtig vorne mit dabei, ne? Also wo man so gesagt hätte, wenn wenn das erste Votum nicht so völlig irgendwie way off gewesen wäre, dann wäre es. Aber durch diese erste Prüfung war es halt dann, nachdem es zusammengezählt wurde, war sie dann, ich weiß es nicht mehr, 9., 8. irgend sowas. Irgendwie, genau. Ja. Aber gut, das ist dann, also ich glaube, am Ende des Tages ist es auch richtig und es bleibt dann ja auch nichts anderes übrig, als zu sagen, okay, man hakt das irgendwie einfach ab. Das gibt's ja auch jetzt nicht nur, das ist ja keine Stadel-Spezialität, das gibt's ja immer wieder mal. Ja. Also manchmal hat man auch selber einfach irgendwie, keine Ahnung, schlechten Tag und es nicht gemerkt, aber es ist, glaube ich, eher selten, weil so eine Profireiterin wie du, also du bist ja jetzt nicht irgendwie verstrahlt, sondern du hast ja ein gutes Gefühl dafür, ne? War das jetzt gut oder war es nicht so gut? Und Amen. Also von daher Haken dran und irgendwie neues Spiel. Was ist aus Ricarda geworden? Was macht die heute so? Also gibt's die noch? Und also ist die noch in deinem Dunstkreis? Ich finde es immer wieder interessant, dass bei dir Pferde so kommen und gehen. Also das ist so dein Schicksal so ein bisschen. Also ist Ricarda Ass dann auch gegangen oder ist die noch in deinem, also gibt's die noch in deinem Leben sozusagen? Ja, die Ricarda ist noch da. Die gehört auch Carossas. Ist eine Zuchtstute und hat jetzt in der Zwischenzeit 2 Fohlen gekriegt. Und eigentlich war auch der Plan, dass wieder Europa-Championat geht. War auch darauf vorbereitet.
Hat jetzt aber die ein oder andere Baustelle einfach gehabt, gesundheitlich, dass wir uns jetzt dagegen entschieden haben. Sie ist jetzt wieder gedeckt. Und ja, da muss man jetzt einfach sehen, ob sie dann beim nächsten Mal vielleicht dabei ist, weil sie ist jetzt auch erst 7. 7, genau. Das letzte Mal war sie 4, jetzt ist sie 7. Okay, also dann ist es ja tatsächlich gar nicht ausgeschlossen, wenn du sagst, du bist also jetzt in diesem Jahr mit einem 10-Jährigen dabei. Also das ist so altersmäßig, ist sie noch nicht raus aus diesem ganzen Europa-Championats-Game. Verstehe schon. Nein, absolut nicht. Cool. Interessant finde ich, also ihr schlaft im Hänger. Muss man sich das wirklich so vorstellen oder habt ihr nicht doch ein Wohnmobil dabei? Nee, doch. Nee, also, wir schlafen wirklich im Hänger. Schon das dritte Mal, also die Katrin, wenn auf dem Turnier ist, die schlafen eigentlich immer im Hänger, wenn sie also auf den Fahrturnieren, die sind ja immer Übernachtungsturniere. Und auch in Stadel werden wir das so machen. Also wir haben dann einen großen Hänger, wo viele Betten drin sind. Da sind dann auch die Kutschen, werden damit transportiert. Mhm. Und dann, da baue ich mir eigentlich immer ein Lager auf in einem normalen Pferdehänger. Wir haben da so ehemalige Bundeswehrbetten. Und dann wird das Lager im Hänger aufgeschlagen. Also, ihr seid aber hart drauf. Das muss, also, wow, mein lieber Mann. Und dann, also gibt es dann da so campingplatzartige Einrichtungen, dass man da mal duschen kann und so irgendwie Toilette? Klar, das gibt's da ja alles. Also, und dann halt Hänger. Okay. Genau, das ist auch im Normalfall kein Problem. Und auch die Jahreszeit lässt es ja eigentlich sehr gut zu. Es war tatsächlich das letzte Mal dann halt ein bisschen blöd, weil wenn du im Hänger schläfst, die Möglichkeiten, Sachen zu trocknen, sind jetzt nicht ganz so gegeben. Dann musst du halt viele Wechselklamotten dabei haben, weil einfach das letzte Europachampionat nass war. Also wenn man jemandem gutes Wetter wünschen darf und sollte und muss für die Haflinger Europameisterschaft in Stadel, dann bist du das. Das habe ich jetzt gelernt. Okay. Würde mich freuen. Absolut, ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Maike, jetzt bist du, habe ich ja gelernt, ganz am Anfang aus unserem Vorgespräch, durch das, was du mir geschrieben hast, jetzt sind wir gestartet in das Gespräch mit dir, Klammer auf, du hast dich ganz viel vorbereitet und mit mir, das haben wir ja auch schon geklärt, ich hätte mich gerne ganz viel vorbereitet, aber ich konnte mich gar nicht so viel vorbereiten. Was hast du denn jetzt noch auf deiner Vorbereitungsliste sozusagen, was du gedacht hast, was du mir alles noch erzählst, was ich dich jetzt gar nicht gefragt habe? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir gedacht, ich bereite mich vor und dann war ich da gesessen und habe mir gedacht, wie soll ich mich jetzt vorbereiten? Ach komm, okay. Und dann, eigentlich sind das ja alles Sachen, die ich weiß, die ich dann gefragt werde. Alles klar. Also mit meiner Vorbereitung hat nicht so geklappt wie geplant. Okay, dann bin ich sehr beruhigt. Ich war jetzt sehr gespannt, was du noch, also ob du jetzt noch einen Zettel irgendwie rausholst und so. Ja, jetzt pass auf. Ich habe noch gedacht, ja. Wo ich mich vielleicht vorbereitet habe, ich habe nochmal die Abstammungen von meinen Pferden aufgeschrieben und da eben festgestellt, dass ich Papa und Opa von meinem 4-Jährigen schon geritten bin und auch den Papa von meinem 10-Jährigen schon bei uns hatte. Das wäre jetzt so das Einzige, was aus meiner Vorbereitung hervorgegangen ist. Was aber auch schon, okay, dann finde ich es gut, dass du es noch erwähnt hast. Und ich glaube, bei dem 4-Jährigen hattest du es schon erwähnt im Laufe des Gesprächs, was schon auch so ein bisschen lustig ist, oder? Was dann quasi, dass man so denkt, so Pferde, ach, guck mal an, irgendwie, also wenn man schon so lange im Geschäft ist, dann kennt man dann sogar Papa und Opa von den Pferden, die man so reitet. Das ist schon auch irgendwie lustig. Das ist Wahnsinn und total interessant und das trifft uns immer wieder, dass wir sowohl die Mütter schon hatten, als auch die Väter oder mal das eine Elternteil und man dann auch teilweise Parallelen ziehen kann zu den Nachkommen. Logo, man klar, also man erkennt dann schon so ein bisschen so die Charaktereigenschaften von denen wieder, ne? Absolut. Maike, ich danke dir ganz herzlich, dass wir uns heute unterhalten konnten. Es hat total viel Spaß gemacht. Ja, ich sag danke. Danke für die Möglichkeit. Und ich hoffe, dass wir uns in Stadel Power sehen. Das hoffe ich auch und ich gehe aber eigentlich auch davon aus, ja. Cool, hoffentlich. Und liebe Grüße an die Jenny. Maike Haunschild, zu Gast im Pferdepodcast. Wir haben das ja immer bewundert, Jenny, dass Maike sich
auf Pferde setzt, die sie noch gar nicht so lange kennt, die relativ kurz bei uns sind und dann muss sie abliefern, zum Beispiel in Gunzenhausen bei den großen Hafi-Turnieren, du hast vorhin gesagt. Und das ist auch jetzt wieder in Stadel ihre Herausforderung sozusagen. Also da bleibt sie sich treu. Und mich hat ja am meisten die Stelle beeindruckt, Jenny, in dem Interview, wo Maike erzählt, dass sie im Pferdehänger übernachten. Ja. Im Stadel. Siehst du mal, kannst du mir mal ein Beispiel nehmen. Wir könnten auch im Pferdehänger schlafen. Oh. Oder im Transporter. Ich weiß ja gar nicht, ob das Angebot von Nadine noch gilt, dass ich für die EM den Transporter ausleihen darf. Das wäre natürlich sehr komfortabel. Also wird es jetzt so viel besser, ne? Dass man, ob man sich jetzt in den Pferdegestank im Hänger oder im Transporter, da haben ja auch Nadines Pferde dann die ganze Saison über reingefurzt, weißt du? Und wahrscheinlich der Günther auch. Der hat ja auch schon da drin, glaube ich, übernachtet im Transporter. Nein, also gegen den Transporter in Stadel spricht ja so ein bisschen, dass wir dann immer mit diesem Transporter rumeiern müssen. Wir müssen ja ins Hotel fahren. Und komm, so. Wir fahren eine Pizza essen und dann bist du mit so einem Pferdetransporter unterwegs. Genau, dann hast du so ein Riesending. Oder wir mieten uns da einfach so ein kleines Elektroauto. Toll. Da leuchten die Augen von Chris. Wir denken da jetzt nochmal drüber nach. Und mit Blick auf die Uhr. Und es hat ja wirklich enorm viel Spaß gemacht. Es war so viel drin. Und es ist wieder eine total lange Folge geworden. Aber ich glaube, die Menschen werden hoffentlich Freude dran haben. Wir wünschen eine gewaltfreie Woche. Wenn Jenny am Sonntag was gerissen hat, bitte die Social-Media-Kanäle mal angucken. Und dann werden wir in der kleinen Folge in Richtung Wochenende hin darüber berichten. Und bis dahin wünschen wir eine pferdige Zeit. Bis denn. Tschüss. Tschüss.